Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Warlords. Nachdem Genghis Khan dem Tod nur knapp entronnen war, muss er sich seinem Blutsbruder ein letztes Mal im Kampf stellen. Der Sieg gegen die Tataren gab den Anhängern von Genghis Khan neue Hoffnung. Nachdem Genghis Khan mehrere erfolgreiche Schlachtzüge gegen andere Clans durchgeführt und die Überlebenden in seine Armee aufgenommen hatte, war er bereit, Yamuka erneut herauszufordern. Doch nun hatte die Macht Genghis Khans einen Punkt erreicht, der für Ong Khan zur Bedrohung wurde. Dieser fürchtete die Macht einer vereinten Horde der Mongolen. Genghis Khan war Ong Khans Versuch, ihn hinterrücks zu ermorden, noch knapp entkommen. Er versammelte seine Truppen der gesamten Steppe, um das Herz der Karait anzugreifen. Nimm die Kriegsherren der Steppe gefangen, fallt in die Länder der Karaiten und Naiman ein und besiegt alle Stammesanführer, beschützte Fürsten, also Aufbaumissionen. Baut schon frühzeitig eine große Nahrungswirtschaft auf, hätte ich je gemacht. Ihr könnt Ressourcen von Ochsen, Kriegsherren bzw. zusätzliches Gold verkaufen. Setzt eure Hilfskalorien und andere schnelle Einheiten ein, um feindliche Belagerungswaffen Belagerung. Die Ausbildung großer Truppen von Berittenen und Bogenschützen hilft euch bei der Kontrolle strategisch wichtiger Gebiete. Baut eine sehr starke Verteidigung auf, bevor ihr mehrere Kriegsherren gefangen nehmt. Ich rechne auch damit, dass es nicht unbedingt leicht wird. Ich hoffe, das sind meine Freunde auf dem Bild. Obwohl, ach, komm schon! Diese blöden Nachrichten, die dann immer irgendwann, nachdem der Computer eine Zeit lang hochgefahren ist, kommen. Das ist ein ziemlich ähnlicher Aufbau dem letzten Mal. Oh, die sind ganz schön nah. Eine Nachricht von Genghis Khan. Oh Gott, hat er alles! Ich bot Ong Khan meine Freundschaft an. Und er vergalt es mir mit Verrat. Jetzt werden er und Yamuka die Gerechtigkeit eines wahren Khans zu spüren kriegen. Genghis Khan hat noch mehr Truppen auf dem Weg hierher, doch die Karait-Kriegsherren haben ihre Route blockiert. Es wäre nicht schlecht, wenn wir die Kriegsherren auf unsere Seite ziehen würden, bevor wir unseren Großangriff starten, Hoheit. Okay, was ist das bei hier? Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Schweine. Ganz ehrlich, ich hätte gerne keine Schweine, sondern eher Gemüse. Okay, sind die ausgebaut? Kann man das sehen? Ach, ich hab schon. Meinst du, das jetzt meine Feinde diesmal? Dar. Oh, warte mal. Ach so. Ja, herzlichen Dank auch. Ich komme hier an keine Ressourcen ran, so wie es aussieht. Bauen wir hier hin. Okay, läuft's noch mit 54? Das ist ja echt erbärmlich. Wir werden angegriffen. Wo? Dieses Bauwerk ist unzugänglich. Attacke! Nein! Könnt ihr die mal da oben wegmachen? Da! Haltet sie auf! Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Habe ich genug? Oh ja, da kann ich ein tolles Haus bauen. Und gleich mal die Nahrungsproduktion erhöhen. Ich werde sie brauchen. Kann ich Waffen kaufen? Nein. Das ist natürlich beschissen. Da kommen die ersten. Bereit! Ha! Ja, wir müssen nach. 3000. Boah, die haben einfach, das sind die gleichen Einheiten, bloß noch mit mehr Leben. Diese Berittenen hier. Ja,
Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Ha! Wie ihr es wünscht. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Einfach abhauen. Reiten wir um die Wette. Auf dem Pferderücken. Okay, die Briten scheinen ja wirklich das Nonplusultra zu sein. Die sind, selbst wenn die im Nahkampf hier gebunden sind, sind die auch stärker als die anderen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall auf. Er könnte dich mal umlegen. Ich gehe total auf berittene Bogenschützen. Okay, was brauchte ich dafür? Brauche ich ja bloß die blöde Militärakademie. Ja? Was ist das hier für ein Kriegsherr? Ein Ochse. Blöder Ochse. Okay, ich brauche eigentlich noch mehr Leute, die mir Geld reinbringen. Oder? Was auch eine gute Idee wäre. Ich schaue mir jetzt den ersten Kriegsherrn und lass mich beliefern. Los geht's! Wie ihr es wünscht! Los geht's! Es ist eine saublöde Idee, den hinterher zu laufen. Rein zu Fuß. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Da kommt, jetzt kommt der Grüne auch noch. Okay. Ich muss dringend irgendwie zu mehr Geld kommen. Bereit! Joho! Ich muss die aber erstmal loswerden. Was schießen die auf den? Okay. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Muss irgendwie mal mehr Geld kommen. Ach klar, jetzt kommen die ja auch noch. Ha, reitet Hunde. Ich kann gar nicht so schnell aufbauen. Wir warten auf euren Befehl. Wie ihr es wünscht. Mach mal was. Die Pferde sind bereit. Reitet! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Der Burgherr wird angegriffen. Wie ihr es wünscht. Reiten wir um die Wette. Wir werden angegriffen. Ja? Reitet! Gott, was kommen die denn hier alles? Die rasieren mich gerade. Wie soll ich denn das besiegen? Ja, lass mich noch mal versuchen. Also das ist schon ein bisschen happig, vor allem weil ich eigentlich nichts am Anfang habe. Okay, ich muss ganz. Ja. Nachricht von Genghis Khan. Ich bot Onkan meine Freundschaft an. Und er vergalt es mir mit Verrat. Jetzt werden er und Yamuka die Gerechtigkeit eines wahren Khans zu spüren kriegen. Hab ich gesehen. Hat noch mehr Truppen auf dem Weg hierher. Doch die Kiryat-Kriegsherren haben ihre Route blockiert. Es wäre nicht schlecht, wenn wir die Kriegsherren auf unsere Seite ziehen würden, bevor wir unseren Großangriff starten, Hoheit. Okay, Qualität 8. Kann ich später noch abreißen. Ich brauche dringend Geld. Also ich muss richtig gucken, dass ich an Geld rankomme. Die kann ich jetzt erstmal so lassen. Den ersten Angriff kann ich wegstecken. Kann ich ein Belagerungscamp bauen? Das wird aber... Markt. Oh, wir haben endlich einen Markt. Jeder kann das... Den braucht man ja nicht. Was kann ich denn alles handeln? Okay, Ressourcen gehen auch, das ist schön. Ich
kann gar keine Lebensmittel kaufen. Die kann ich auch nur verkaufen. Das werde ich vergessen können. Ich muss gucken, dass ich eine richtig große Wirtschaft hier aus dem Boden stampfe. Sobald der erste Reis reinkommt, kann ich mal gucken, dass ich ein bisschen Geld mache. Ich muss einfach gucken, ich muss einfach echt eine massiv hohe Wirtschaft hier erbauen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, wie ich das hier irgendwie gewinnen kann. Und dann Reiter-Spam. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Da müsste aber gleich der erste Reis reinkommen. Hoffe ich doch. Könnt ihr mal den ersten Reis reinbringen? Wohin reiten wir? Hauptmann? Reitet! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an! Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Reitet! Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Schnauze halten. Bleib hier. Okay, Hammer. Okay, ich muss stark in der Defensive bleiben. Wen jagen wir? Hi, Genghis Khan. So, kann ich ja noch mehr Geld rankommen? Wie steht's gerade? Da geht noch mehr. Am besten noch die Ration erhöhen. Ganz knapp zu wenig. Ich brauche mehr Reis. Das Fleisch können wir ja ein bisschen beibehalten, aber so. Da kommen sie schon wieder. Moment, diesmal kommen sie alle von da? Es waren nur 5 pro Tag. Wohin reiten wir? Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Ha! Reitet! Und die Scheiße, wenn die alle gleichzeitig ankommen. Reitet, ja, verfolgt mich ruhig. Yippie-kaye, Schweinebacke. Bleib doch nicht stehen, Mensch. Okay, jetzt habe ich aber wenigstens erstmal die Produktion, die ich brauche. Jetzt hoffen wir, dass der Burgherr das überlebt. Weil gerade kriegt er auch nicht auf die Fresse. Komm schon, Genghis Khan.
Lauf weg! Oh, ich glaube, ich gehe drauf. Verdammt! Ah, oh, es war aber besser. Ja, jetzt lass mich schon machen. Queenie, es ist übrigens nicht hilfreich, wenn du mir im Gesicht rumsitzt. Die pennt vor mir. Die sitzt vor mir und schläft. Okay. Geht's aber gut, oder Katze? Nachricht von Genghis Khan. Ich bot Onkan meine Freundschaft an. Und er vergalt es mir mit Verrat. Ja, ja. Jetzt werden er und Yamuka die Gerechtigkeit eines wahren Khans zu spüren kriegen. Ja. Genghis Khan hat noch mehr Truppen auf dem Weg hierher. Doch die Kerjet-Kriegsherren haben ihre Route blockiert. Es wäre nicht schlecht, wenn wir die Kriegsherren auf unsere Seite ziehen würden, bevor wir unseren Großangriff starten, Hoheit. Dein Gesicht. Jetzt müssen wir erstmal so halten. Ich überlege gerade, ob ich einfach das hier verkaufen soll. Naja, wohl, nee. Gerade jetzt am Anfang kann ich mir das eigentlich schon fast nicht leisten. Ich könnte die kurz halbieren. Dafür das machen. Klar, es hält nicht lange, aber es ist ein Anfang. Gerade wenn sie keinen Reis kriegen, werden sie so richtig aggro, die Leute. Okay, erntet mal bitte schneller. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Wir ruhen nie. Okay, Khan. Wen jagen wir? Du hast echt nur eine Chance, wenn du hier maximal auf Wirtschaft gehst und damit einmal alles rauspumpst. Passt noch. Ich muss nur lang genug überleben, dass ich... Oh Gott, ist das schon wieder ein Schneesturm. Ich muss nur lang genug überleben, dass ich dann... Wenn es hart auf hart kommt, alles soweit bauen kann. Der Markt kostet ja nichts, den kann ich ja wieder dahin bauen. Das hält die Gegner wenigstens kurz auf. Sollte doch alles zerkloppen in der Zeit. Wenn, sollte ich mir den Schweinekriegsherrn da oben holen eigentlich. No. So, besser als nix. Kann ich mir noch ein paar Leute holen? Wenn ihr keine Lust mehr auf Krieg habt, kommt zu mir und wir unterhalten uns über Frieden. Oh, Lust auf Krieg habe ich jetzt auch nicht, aber... Was muss, das muss. Moment, wo? Scheiße, das habe ich nicht beachtet.
Wir warten auf euch. Okay, die anderen kommen auch gleich. Vielleicht kann ich erstmal ablenken. Nicht da rein! Ach, von mir aus. So läuft es auf jeden Fall besser. Er schafft das. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Wir werden angegriffen. Wie ihr es wünscht. Yippie! Nicht! Ach, rennt doch da raus, Mann! Die Pferde sind bereit. Reiten wir um die Wette. Reitet! Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Zhongguan, jianshi daifa! Reitet Hunde! Oh, jetzt bringt den um. Er bringt sie um. Sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen? Wir warten auf euch. Bereit zum Ausreiten. Wir hatten dann vorhin das Problem, dass die alle zusammengekommen sind. Okay, das ist es mir wert, schon mal zu speichern. Gespeichertes Spiel überschreiben. Okay, wie läuft's jetzt? Das Fleisch kommt erstmal wieder weg, denn ich brauch's gerade noch nicht. Echt viel mehr Geld. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Schnauze. Ich bin der Herrscher, ich mache, was ich will. So, und ab einem gewissen... Ja, wenn es fast voll ist, dann wird es ein bisschen schlechter und ja. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss jetzt echt Geld rankriegen. Sonst bin ich sowas von am Arsch. Kommen die Leute nicht rein, weil... warte mal. Okay, hängt einfach daran, ist mir aber egal. Ich komme hier an nichts ran. Hier ist Bambus, da komme ich aber nicht hin. Und bis ich so weit bin, dass ich... dass ich hier andere Sachen machen kann, das dauert wohl noch ein bisschen. Ja? Schon bei vierfachen Rationen. Halte ich die eigentlich? So weit. Ich hoffe doch, dass das jetzt so ein Anfangsproblem war erstmal und ich jetzt nicht permanent gespammt werde von diesen Gegnern. So, das sieht doch nach einer schönen Wirtschaft erstmal aus. Vierfache Reisration ist einfach Porno, das kriege ich nicht auf Dauer hin. Gut, das kann ich so lassen. Kriege ich die hin? Ja, aber nur schlecht. Also immer nur erhöhen, wenn ich neue Leute brauche. Da, damit komme ich klar, das kriege ich hin. Und dann hier die schönen Hütten langsam austauschen, wenn ich genug Geld habe. Super schnell. Ich muss einfach mal gucken, wann die nächsten Gegner kommen. Ich hoffe, so schnell nicht. Okay, wen will ich jetzt nächstes? Hier ist hier, okay. Da ist da gerade was gespawnt. Schön. Die haben mich so richtig schön durchficken. Sorry wegen der Sprache. Das ist doch bescheuert. Das ist doch echt krank hier. Wen jagen wir? Euren eigenen Schweif, vermute ich mal. Auch jetzt richtig viele noch.
Wohin reiten wir? Yippie! So, versuchen abzufangen. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Und eure Schmerzensschreie werden auch bald über die Ebene schallen. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Reiten wir um die Wette! Der Burgherr wird angegriffen! Nicht stehen bleiben! Reitet, Hunde! Reitet. Wo ist der König? Ernsthaft, wo ist der? Okay, jojo. Die Pferde sind bereit! Ach, warte mal, das hätte ich anders machen können. Wartet mal. Das hätte ich anders lösen können. Ich kann ja Trash spam. Sollte ich auch machen. Und die kosten ja nichts. Oder fast nichts. Ich will jetzt mal eine Großhütte versuchen, aber nur, dass ich da weniger Reis und andere Sachen reinschmeißen muss. Die Mission ist ein echter Balanceakt. Und schon sind wir bei 10, das heißt, ich kann das hier wegmachen. Und so halte ich es auch. So, und wenn dann die Gegner kommen... Ach, die sind gerade erst gestorben. Toller Bug. Jam? Jam? Reichweite 1. Bereit! Ach ne, das ist Geschwindigkeit. Bogen, Geschossrüstung, ne, wo sind die Reichweite? Geschossreichweite, okay. Die fliegen echt nicht weit. Aber es muss erstmal reichen. Gucken wir mal, dass wir das Konsulat kriegen, das erste. Also ich muss eigentlich nur gegen die Truppen standhalten, eine Zeit lang, weil auf lange Sicht werde ich irgendwie weiterkommen. Oh, schön, direkt in die Reisfelder rein. Neben Schweinestall, ja, typisch mongolisch. Okay, das ist echt weird. Ich gehe mal kurz weg, vielleicht ist es dann weg. Nö. Die ganzen Sachen sind noch hier. Hm. Da kommen sie. Auch die schneller. Funktioniert gar nicht so schlecht. Klar, die war niedergewalzt wie noch was, aber scheint zu funktionieren. Erstmal nehme ich die besseren einfach ein bisschen weiter hinten. Ich will Kung Fu lernen, wenn ich groß bin. Ja, die werde ich gleich erschießen. Da war es das mit groß werden. Bündelt sie! Stecht die ab! Stecht die ab! Kung Fu bringt ja auch nur bedingt was. Ich weiß auch nicht, warum immer alle denken, dass Kung Fu und Karate so mega toll ist.
Es bringt ja wirklich nur unter gewissen Umständen was. Wenn der Gegner dir körperlich sehr stark überlegen ist, bringt dir das ganze Karate nichts. Oder wenn er ein bisschen was von Kämpfen versteht, sagen wir es mal eher so. Schade, dass ich nicht wie in Stronghold Crusader die Gegner da einfach. Du bleibst hier. Im Kampf binden. Ey, die reiten halt einfach weg. Haut ab. Lass mich in Ruhe. Gut. Geht zurück, genau. Ich glaube, jetzt habe ich es raus, wie ich es schaffe. Passt auch rein, super. Dann gucken wir mal, dass wir hier den ersten auf unsere Seite kriegen. Ich hole mal dich jetzt. Das schützt mich wenigstens ein klein bisschen. So, als nächstes greift wahrscheinlich wieder grün an. So, noch ein tolles Haus. Ich brauche halt einfach viel mehr Einnahmen. Und dann könnte ich auch langsam mal in die Richtung hier expandieren. In Sachen Pfeilmachung. Da kommen sie wieder. Grün. Wenigstens kommen sie nicht mehr in Kombination. Okay, der Vorteil an denen ist, die kann ich verarschen, wenn ich die hier auf meine Seite habe. Noch einmal, dann habe ich dich. Wohin reiten wir? Hauptmann? Los geht's! Wir warten auf euch! Ha! Schieß mal lieber auf die da! Los geht's! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an! Juhu! Reitet Hunde! Bleib mal hier. Maximal defensive Stellung. Was versteht ihr darunter nicht? Opfern wir ein bisschen die Bauern. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Oh Scheiße, kommen sie. Gegendrücken! Irgendwas abstechen! Ein sehr interessantes Angebot. Gut gemacht, eure Hoheit. Der Kriegsherr gehört uns und die Verstärkung der Mongolen. Oh Mist, okay, so muss man das also lösen. Ja, reitet zu denen, das ist okay. Ja, mit der Verstärkung kann ich aber herzlich wenig anfangen, glaube ich. Die sind halt alle, okay, die werden jetzt gut weggesenzt hier. Bereit! Wir ruhen nicht! Bereit! Gut. Okay, was konntest du noch mal alles liefern?
Holz und Stein. Eure Waren wurden Schick mir mal Holz. Verschickt. Muss ich das nicht kaufen? Reis sieht super aus. Was soll ich? Ich kaufe trotzdem Holz. Kennt mich doch. Reis sieht auf jeden Fall sehr gut aus gerade. Ich muss eine viel, viel größere Wirtschaft aufbauen. Rüstung und sowas geht ja noch nicht. Ich bin so froh, dass ich die habe. Oh, Moment mal, die stehen einfach nur doof rum, die gehören gar nicht effektiv zu mir. Na, die hier schon, aber... Okay. Machen die es kaputt? Kann ich Eisen verkaufen? 5420. Okay, das ist. Eisen ist besser. Eure Waren wurden mir Eisen. Verschickt. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie kriegt das. 4. Oh ne. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Ui, wo kommen die ganzen Bogenschützen her? Das sollte auf jeden Fall helfen. Wenn es jetzt so langsam läuft. Ui, da kommen sie schon wieder. Hauptmann? War die richtige Entscheidung, die haben keine Fernkämpfer dabei. Doch haben sie schon, aber ihr wisst, was ich meine. Moment. Scheiße, das lief nicht so wie erwartet. Wir ruhen nie. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Der Burgherr wird angegriffen. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Bauern werden benötigt, Hoheit. Da müsste ich ja zwischendrin speichern sollen, glaube ich. Schaffst du das? Sollte er noch schaffen. Okay, du gehst mir auf... Das geht mir gerade tierisch auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Bauern werden benötigt, Hoheit. Bleiben die denn? Roten werden benötigt, Hoheit. Wir warten auf euch. Reitet Hunde! Gut, jetzt habe ich zu viel verloren. Ich glaube, das war's. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit.
Toll. Der Feind nähert sich. Hol die den zurück. Ich werde angegriffen. Reitet! Ich diene einem neuen Herrn. Ich hole dich zurück. Oh, die haben Schutzschild dabei. Bereit! Reitet, Hunde! Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Wie es wird. Aber ist er jetzt bald noch auf meiner Seite? Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Wir warten auf euch. Bereit! Ein sehr interessantes Angebot. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Gut gemacht, eure Hoheit. Der Kriegsherr gehört uns und die Verstärkung der Mongolen ist eingetroffen. Sehr schön, auch nicht zu früh. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Wie ihr es wünscht. Ja, genau, mach das mal. Zhongguo, jian shi dai fa. Wo ist meine Unterstützung? Nähert sich. Xiu Wei. Ist die jetzt erst? Die haben alle Namen? Ja, für mich war du immer unwichtiger Gesellen. Speichern mal schnell. Speichertes Spiel überschreiben. Ich glaube, wenn ich die Armee jetzt schaffe zu überwältigen, dann sollte ich es eigentlich soweit geschafft haben. Bauern werden benötigt, Hoheit. Gott, wie viel das immer. Das ist schon echt viele. Kann ich dich nicht um Hilfe bitten? Wie ihr wünscht. Das ist zwar für den Arsch, aber ist besser als nix. Wow, wie ihr mir helft. Ich bin so glücklich. Oh ja, noch hält. So, halt ihn in die Flanke. Ich muss nur verhindern, dass sie mir wieder alle umlegen hier. Aber wie viele sind denn das? Das waren doch nicht so viele. Warte, das will ich jetzt nochmal wissen. Das waren doch gerade nicht so viele. Klar, es sind gerade echt. Es ist eine große Anzahl, aber. Wie ihr wünscht. Wir ruhen nie. Bereit zum Ausreiten. Joho! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an! Reiten wir um die Wette! Reiten! Na los, folgt mir! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an!
Wir werden angegriffen. Das ist schon irgendwie krank, was die so alles haben. Nähert sich. Reitet Hunde! Joho! Yippie! Ja, da reite doch mal! Okay, die haben wir schon mal. Bereit! Los geht's! Geld habe ich, das heißt, ich brauche echt noch mehr. Oh komm! Na, egal. Die sind jetzt erstmal da, das ist okay. Das ist aber schon leicht pervers, was hier läuft, oder? Kommt mir das nur so vor. Mit dem, mit was die mich hier zuspammen. Permanent. Das ist immer noch okay. Mein Geld kommt soweit rein. Ich muss nur noch eine Weile durchhalten, dann werden wir das schon schaffen. Den kann ich eigentlich auch wieder bauen. Der ist auch nur da, um die Leute zu nerven. Als nächstes müsste Grün eigentlich wieder kommen. Genghis Khan hat auch schon mal bessere Tage gesehen, glaube ich. Ich glaube, Grün, also Blau greift am häufigsten an, dann kommt Grün. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt primär hier unten durchkommen. Das ist auch okay. Aber ich brauche so viel mehr hier. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Stronghold Warlords für heute. Ich sage Ciao mit Fichtlein TV und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.